Hallo, Namaste. Ich mag dich heute mitnehmen auf eine Reise in und durch deine Füße. Dafür kannst du deine Socken ausziehen und dich auf deine Matte begeben. Auf deiner Matte sitze so, dass du deinen linken Fuß gut in deine Hände nehmen kannst hier. Vielleicht ist dafür das untere Bein gebeugt oder aber auch ausgestreckt. Ihr seht mich jetzt vielleicht nicht ganz auf dem Bildschirm, aber das, was ihr heute sehen sollt, sind meine Füße. Und jetzt den linken Fuß. Und du kannst hier auch schon merken, dass du eine Öffnung der Hüfte mit drinne hast. So, du kannst das linke Knie so ein bisschen nach unten bewegen, entweder mit dem rechten Bein lang vor dir ausgestreckt oder das rechte Bein unter dir gefaltet. Und du kannst auch auf dem Sofa sitzen dabei oder auf dem Stuhl. Und dann knetest du mit deinen Daumen die Innenseite, die Mitte deiner Fußsohle so hoch und runter und kannst dabei immer so leicht mit den Daumen reingehen und wie nach außen ein bisschen wegschieben. Das Gewebe, die Muskeln hier. Wie ein Tanz deiner Daumen jetzt auf deinen Füßen, auf deinem linken Fuß, um dann deinen Fuß einmal in beide deine Hände zu legen, deine Augen zu schließen und Kontakt aufzunehmen mit deinem Fuß, der dich jeden Tag trägt, der so viel für dich leistet, der die Verbindung zur Erde darstellt. Und dann mal schauen mit geschlossenen Augen, wo geht die Bewegung deiner Hände hin? Wo möchte Kontakt aufgenommen werden mit deinem Fuß? Einfach mal schauen, was für Bewegung möchte entstehen. Drücken, kneten, vielleicht einfach nur halten, vielleicht ein Streicheln, ein Fuß erstmal wie kennenlernen in seiner Form. Ganz zart vielleicht auch mal zwischen den Zehen entlang streichen. Mit Bereichen deines Fußes Kontakt aufnehmen, die du noch gar nicht so erforscht hast. Um dann deinen Fuß jetzt so ein bisschen rüberzubringen über das Bein und deine Finger zwischen deine Zehen zu fummeln. Und dann kannst du von hier aus mal deinen Fuß kreisen. Und das Fußgelenk darf so locker wie möglich sein. Und weil wir uns immer noch im Yoga-Modus befinden, auch wenn es heute eine reine Fuß-Session wird, erinnere dich daran, deinen Kiefer zu entspannen, die Schultern zu entspannen, weich zu sitzen. Genau, auch einmal zur anderen Seite kreisen. Vielleicht ist es für dich auch unterstützend, ein Bein aufzustellen und dann hier oben zu kreisen, je nachdem, wie offen da auch gerade deine Hüfte ist. Schau, was für dich passt. Und dann kannst du die Zehen mal weit nach hinten beugen, so ein bisschen und loslassen. Und einen Moment dich in eine gekreuzte Sitzposition sitzen oder setzen und nachspüren, vielleicht auch auf deinem Stuhl oder Sofa nachspüren, in den linken Fuß hineinfühlen.
Okay, dann kommen wir auch schon zum anderen Fuß. Schau, ob du das linke Bein ausstrecken möchtest oder gebeugt. Oder wie es sein kann, dass du den rechten Fuß jetzt mit deinen Händen berührst und mit deinen Daumen deine rechte Fußsohle knetest. Und da kannst du mal so richtig mittig rein und zu den Seiten weg. Vielleicht merkst du auch an manchen Stellen so, da fühlt sich's irgendwie wie so ein bisschen fester an oder da wird es auch intensiv, da darf der Atem mit dazu kommen. Um dann auch hier mal den Fuß in deine Hände zu legen und ihn wahrzunehmen. Die Temperatur deines Fußes wahrnehmen. Und dir bewusst machen, dass auch dieser Fuß dich durchs Leben trägt, jeden Tag mit dir ist. Und dann schauen, welche Impulse entstehen in deinen Händen, um deinen Fuß wie vielleicht noch ein bisschen mehr kennenzulernen oder noch ein bisschen mehr zu stimulieren. Und lass dich da ganz nah sein mit deinem Fuß. Und wirklich fühlen, kennenlernen, erforschen. Den Rest des Körpers dabei entspannt lassen. Vielleicht ganz zart, vielleicht eher intensiv, dynamisch im Kontakt sein mit deinem rechten Fuß. Kannst du die Augen auch mal öffnen und schauen, zuschauen, wie die Hände sich über den Fuß bewegen. Um dann deine linken Finger in den Raum zu bringen zwischen deinen Zehen und den Fuß frei liegen zu haben, so dass du ihn kreisen kannst. Und schau mal, wie kann der Fuß loslassen? Was braucht es noch, dass deine linke Hand die Aufgabe hier übernehmen kann, deinen Fuß zu kreisen und der rechte Fuß locker weich sein kann? Und dann auch mal die Zehen so ein bisschen nach hinten raus bewegen und loslassen. Und einen Moment in einer Haltung deiner Wahl nachspüren. In die Füße hinein, die Füße dabei entspannen. Okay, dann, ihr lieben Yoga-Lovers, setzt ihr euch mal auf die Zehen und dabei auch den kleinen Zeh so nach vorne rausholen. Also auf die Zehen, auf die Füße mit dem Gesäß auf den Fersen. Wenn du merkst, es ist absolutely too much und too much heißt, dass es einfach zu viel ist, geht nicht. Dann kannst du hier auch wunderbar in den Kniestand kommen. Eventuell was unter deine Knie legen, falls sich das sonst zu intensiv auf deinen Knien anfühlt. Und immer wieder schauen, wo kannst du dich auch zurück auf deine Füße mal kurz setzen und dann wieder vielleicht in den Kniestand kommen. Genau. Und dann lass dich hier atmen, entspann deine Schultern nach hinten, unten,
Leg dich wie in den Raum hinter deiner Wirbelsäule hinein. Die Augen sind geschlossen. Das ist eine wundervolle Übung für den ganzen Körper. Öffnet die Plantarfaszie. Das heißt, wenn du hier öffnest, durch das Fasziengewebe, kann sich auch eine Verspannung in den Schultern lösen, im Nacken, im unteren Rücken. Und wenn du merkst, es ist zu viel, dann komm immer wieder auch zwischendurch in den Kniestand. Und vielleicht möchtest du auch hier oben die ganze Zeit sein. Und um die Faszie hier gut zu öffnen, wollen wir innerlich Raum schaffen für die Öffnung. Das heißt, wenn du merkst, dass du die Zähne aufeinander beißt, dann ist es zu viel, dann mach weniger. Komm immer wieder auch aus der Position raus. Lass den Atem ruhig, gleichmäßig fließen. Vielleicht möchte ein Ton entstehen, ein Seufzen. Vielleicht kannst du über die Ausatmung noch Spannung aus deinem Gewebe loslassen. Und wir bleiben hier so lange, damit das Fasziengewebe wirklich Raum hat, sich auch zu öffnen. Und wo bist du jetzt in diesem Moment mit deiner Aufmerksamkeit? Kannst du wahrnehmen, dass um deine Gedanken herum, um deine Gefühle herum, deine Empfindungen, dein Körper Raum ist und Weite? Und dann lass dich in diesen Raum hinein noch drei Atemzüge nehmen, Folge der Reise deines Atems vom Beginn bis zum Ende. Und dann, wenn du soweit bist, setze langsam die Hände auf deine Matte. Kannst sie auch weiter nach vorne nehmen, was immer für dich passt, um dann ganz langsam deine Zehen auszustrecken. Genau, keine Sorge, irgendwie geht es immer. Und dann kannst du dich auf deine Füße setzen. Und wenn du merkst, dass das zu viel für dich ist, dann kannst du auch hier wieder in den Kniestand kommen oder vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, die Hände hinter dir aufsetzen und deine Knie heben. In den Füßen beginnen auch Meridiane, die du hiermit auch stimulierst. In den Füßen beginnt deine Wirbelsäule. Um dann die Knie wieder zurückzubringen zur Erde mit deinen Händen, einen Moment auf dein
Oberschenkeln zu ruhen und nachspüren, in das hineinfühlen, was dir dein Körper gerade zur Verfügung stellt. Anschließend stell die Hände vor dir auf, setz den rechten Fuß zum Boden und den linken Fuß daneben. Die Knie sind gebeugt, der Oberkörper hängt nach vorne unten. Wurzel die Fersen in den Boden und öffne die Haut auf der Rückseite deines Körpers, in den Waden, in den Oberschenkeln und lehn dich in diese Haut hinein, roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach oben, Fersenwurzeln in den Boden, lass dich langsam gehen, Arme sind ganz leer, Fersenwurzeln in den Boden und Schenken der Wirbelsäule, die wie in den Füßen beginnt, ein Impuls, sich aufzurichten. Ganz langsam und achtsam. Okay, wir stehen und bringen erstmal die Vorderseiten der Zehen zum Boden, um dann den großen Zeh nach vorne zu holen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ups, meine Matte ist so eine von diesen dünnen Yogamatten, die rutscht ein bisschen. Die vier Zehen sind nach hinten ausgerichtet und der große Zeh nach vorne. Schenk deiner linken Ferse so ein bisschen Wurzeln in die Erde hinein. Und erlaube auch dem rechten Fuß, genauso wie er gerade im Kontakt ist mit der Erde, auf der Matte zu stehen. Ich zeige es nochmal von vorne. Und dann mag ich dich einladen, so ganz leicht deinen rechten Fuß ein bisschen zu bewegen. Schau, wo er hin möchte. Ja, das kann intensiv sein für deine Zehen. Um dann den rechten Fuß zu erlösen und den rechten Zeh nach hinten rauszuklappen. Und jetzt, vielleicht kannst du das ohne deine Hände zur Verfügung zu nehmen, zur Unterstützung zu nehmen. Ich brauche meine Hände, um die vier Zehen nach vorne zu bringen. Und lass dich atmen. Die linke Hüfte legt sich nach innen in den linken Beckenknochen hinein, dass du Auftrieb hast von der Erde. Lass dich atmen. Um auch hier wieder zu lösen und nachzuspüren. Wenn du hier so stehst, stell dir vor, dass Wurzeln aus deinen Fersen in die Erde hinein wachsen und schau, welchen Impuls gibt dir das durch deine Wirbelsäule, die wie in deinen Füßen beginnt. Welchen Impuls schenkt das auch deinen Lendenwirbeln, deinen Brustwirbeln, den Halswirbeln?
um dann zur anderen Seite zu gehen und erstmal alle Zehen nach hinten rauszubeugen, die Vorderseite hier nochmal zu öffnen. Dann holen wir den großen Zeh nach vorne. Das ist wieder dieses hier. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und lass dich wie in die Erde hineinsinken. Und gleichzeitig, immer wenn wir an die Erde loslassen, dann geschieht auch ein Strömen der Erdenergie durch uns durch, sodass wir in eine weiche Aufrichtung nach oben kommen. Dann kannst du den linken Fuß so ein bisschen wieder mit bewegen. Vielleicht kannst du den linken Fuß wie vom Steißbein aus in Bewegung bringen, dass dein Steißbein dich führt. Das Atmen nicht vergessen. Um dann langsam zu lösen und deinen großen Zeh nach hinten zu bringen und die anderen Zehen nach vorne. Und vielleicht möchtest du wie ich deine Finger zur Unterstützung holen. Genau. Und dich dann hier auch in den linken Fuß wieder so ein bisschen hineinzulegen. Denk daran, dass die Schultern weich entspannt nach hinten gerollt sind. Dein Becken darf sich durch die Beine und durch die Füße zur Erde hin entspannen, loslassen. Atme in deinen linken Fuß hinein. Dann auch den linken Fuß wieder loszulassen, Füße unter deine Knie, unter dein Becken zu bringen, die Aufrichtung durch den Körper wahrnehmen, die dir geschenkt wird, wenn du durch die Füße loslässt an die Erde. Und dann kannst du mal nur auf den Außenseiten deiner Füße laufen. Vor und zurück. Und das kannst du wirklich gut mal immer wieder zwischendurch machen. Bei dir im Wohnzimmer, in der Küche und dann auch mal auf den Innenseiten der Füße laufen. Vor und zurück. Genau. Das wirklich als Idee auch zwischendurch immer wieder mal einzubringen für dich. Und dann zuletzt stehen die Füße nebeneinander und sie dürfen wie eine Raupe über deine Matte kriechen. Nach vorne und auch zurück. Wenn deine Matte so rutschig ist wie meine, so unstabil am Boden, dann schau, dass du vielleicht einen Teppich hast oder einfach nur deinen Boden. Wie eine Raupe. Zehen anziehen, kannst auch nochmal nach vorne. Zehen anziehen und dann rutscht der Fuß nach. Kannst auch zweimal jede Seite machen. Und auch nochmal wieder zurück.
um dann ganz abschließend nochmal mit den Füßen parallel zueinander zu stehen und die Fersen langsam anzuheben, von der Erde nach oben auf Zehenspitzen zu kommen. Und langsam wieder den Fuß wie abrollen. Spür die Fußsohle, die du nach und nach wieder der Erde übergibst. Und abschließend lade ich dich ein, doch noch einmal auf deinem Rücken zu kommen, zum Liegen, die Füße unter deine Knie aufzusetzen. Das heißt, ich mache jetzt nicht mit, gut zu hören. Füße stehen unter deinen Knien am Boden. Die Arme können ganz entspannt neben deinem Körper liegen. Schau, dass Hals- und Nackenraum haben. Und erlaube deinen Füßen ihren Platz am Boden zu finden. Spür nochmal in deine Füße rein. Da ist eine Entfaltung und eine Öffnung in unseren Füßen möglich, wenn wir ihnen dafür den Raum geben. Um dann die Füße am Boden ruhen zu lassen und einfach den Raum unter ihnen zu spüren. Diesen Hügel unter den Füßen, in den Füßen. Und von da aus, wie unsere Wirbelsäule durch die Fußgelenke und Schienbeine mit unserer Aufmerksamkeit Richtung Knien zu folgen. Und dann die Aufmerksamkeit durch die Oberschenkel ins Becken sinken zu lassen und zum Kreuzbein zu bringen. Du kannst wahrnehmen, wie dieser Teil der Wirbelsäule wie ein Tal auf der Erde ruht. Um dann wieder einen Hügel in deiner Lendenwirbelsäule wahrzunehmen. Und spüren, wie die Wirbelsäule im Brustwirbelbereich wie ein Tal auf der Erde liegt. Und dann im Halswirbelbereich wieder einen Hügel dir schenkt. Und spür, wie deine Wirbelsäule im Hinterkopf ruht. Wenn du magst, bleib noch ein bisschen hier. Lass los, entspanne. Spür den Puls deiner Wirbelsäule. Und dann lass dich mit achtsam bewussten Schritten durch deinen Tag gehen. Namaste, danke für dein Dabeisein. Alles Liebe.